Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hier auf meinem Kanal. Und hier mit den Kartoffeln, das habe ich jetzt erstmal aufgegeben. Ich werde jetzt mal eine Runde schlafen. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt. So, 22 Uhr. Mhm. 23, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vor 6 wird es nicht hell. Also können wir jetzt locker mal 8 Stunden schlafen, würde ich sagen. Ne? Hallo? Warum kann ich jetzt nicht mehr schlafen? Doof oder was? Ja, so. Was habe ich gesagt? 8 Stunden, ne? Dann ist es hell. So. 22.000 Einnahmen. Ist ja mal Kreditzinsen. 28.000. Wieso Kreditzinsen? Ich habe doch gar keinen Kredit. Ich habe doch die Millionen alle so bekommen, wa? Okay. Zahlen wir eben den Scheiß hier zurück. Stimmt, ich hatte mir mal was geliehen. Warum eigentlich? Wir zahlen den Krempel mal zurück hier. Mal gucken, wann Geld alle ist. Man sieht allerdings, wenn wir jetzt keine Maschinen kaufen, dann machen wir tatsächlich, dass wir Geld reinkriegen. Das mit dem Kartoffelcontainer habe ich übrigens bislang nicht hinbekommen. Ich habe keine Ahnung, was da nicht geht. Wir werden den gleich mal verkaufen. Und dann mal schauen, was passiert. So, für wie viel sind es denn noch, meine Fresse? Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um circa 2 Stunden. Mann, mach mal hin. Alter, das ist jetzt eine Schwane. Ach so, nee, minus 1. 1.364.000. Leck mich am Arsch. Minus 26 Euro Betriebskosten. Sag mal, wie viel Kohle ist denn das noch? Ach, da unten steht's ja, für Dumme. Ich weiß auch nicht, warum man das nur in 5.000 Euro Schritten zurückzahlen kann. Das ist, ja. Aber wir nähern uns dem Ende. Ich muss die Millionen ja sowieso noch zurücksetzen. Die waren ja nur dafür da, um dieses, das ist ja, deswegen habe ich auch die Kohle aufgenommen. Nur die hat nicht gereicht. So. Escape. Also, mit den Kartoffeln kommen wir erstmal nicht weiter. Jetzt müssen wir mal schauen, dass ich diesen Container verkaufe. Oder irgendwas habe ich an dem Ding falsch gemacht, wahrscheinlich. Diese ganzen Feuerwehrautos. Ich weiß gar nicht, was ich damit soll. Abrollcontainer, 30 Kubik. Pass auf. Der kann alles aufnehmen. Können auf einen Hakenlift-Anhänger aufgesattelt werden. Und mit verschiedenen... Ja, das ist ja auch alles soweit ganz schön und gut. Aber ich kriege die Kartoffeln ja nicht mal mehr ins eigene Silo. Das Problem ist ja, ich habe keinen Schimmer, wie ich den Scheiß da wieder rauskriegen soll. Das ist ja... Warum ist das eigentlich noch nicht hell? 6.02 Uhr. Naja, gut. Das ist ja das Problem. Der Container steht ja hier rum. Da sind jetzt ordentlich Kartoffeln drin. Ich weiß nicht, wie ich die wieder zurück ins Silo bekomme. Ich kriege sie aber auch nicht verkauft. Ich kriege sie im Übrigen auch nicht umgeladen. Das habe ich auch ausprobiert. Wir machen mal Folgendes. Einen Versuch starten wir noch. Pass mal auf. So. Kartoffeln. Also irgendwas scheint nämlich mit diesem Mod so in der Form dann nicht hinzuhauen tatsächlich. So, hier sind die Kartoffeln. 317 ist der höchste Wert, das ist bei der Genossenschaft. Da setze ich jetzt eine Markierung. Ich pflanze mich mal in den LKW. Ich schmeiß den an. Ich schmeiß ihn an. Ach so.
Lichtern. Dann hole ich mir jetzt mit diesen. Dieses Ding. Ach so, Moment mal. Ich hab so eine blöde Idee. Wir fahren jetzt erstmal zur Genossenschaft mit dem Ding. Da steht irgendwas im Weg, glaube ich. Kann das sein? Aber glatt. Schmuddelhefte liegen da denn? Wer ist hier als letztes mitgefahren? So, pass auf, wir fahren gegen den Anhänger. Nein, natürlich nicht. So, das mit dem Menü, muss ich auch noch einstellen. Das geht aber nicht in-game, das muss ich außerhalb machen. So, pass auf. Genossenschaft. Wo ist jetzt die Genossenschaft? Da haben wir ja einen grünen, leckeren, grünen Balken gesetzt. Da hinten. Aha. In anderen Worten. Wir setzen uns hier rein. Und fahren hier rum. Alter Schwede. Ich habe mir übrigens mal den Giants-Editor angeguckt. Und habe akzeptiert, dass ich damit nicht klar komme. Also, dass ich mal eine Mod oder sowas, eine Mod oder eine Map oder sowas erstellen werde, never. Nee, ich habe jetzt eine ganz andere Idee noch. Und zwar, pass auf. Hier kommen wir nicht drauf. Halt. Das habe ich einen Garten. Da wollen wir nicht her. Ich habe eine Idee. Vielleicht klappt die. Letzter Versuch. Ansonsten habe ich keinen Schimmer, wie ich aus diesem. Ich meine, dieses. Ich habe gedacht, der ist vielleicht für was Falsches oder so. Oder für was anderes. Und du kannst der Kartoffeln reinladen, aber keine Sau sagt dir, wie du die da wieder auskriegst. So, pass auf. Wir machen mal was. Wir laden das Scheißding jetzt erstmal ab. So. So. Okay, der geht aber hinten ganz schön hoch. So. Lassen wir ihn alleine. Steigen mal aus. Drücken mal her. Und stellen fest, dass hier nichts passiert. Das Ding steht hier und der ist voll. Was haben wir denn hier noch für Möglichkeiten, wo wir ranfahren können? Pass auf. Hier ist eine. Ist hier denn noch ein Träger? Es kann doch nicht so schwer sein, ein paar Kartoffeln zu verkaufen. Das lässt mir keine Ruhe, ganz ehrlich. So, Q. X holen wir mal wieder drauf. Dann fahren wir mal dahin. Gar nicht durchs Lager. Ach, Kinder, Kinder, Kinder. Ich meine, die wollen ja Kartoffeln, aber. So. Und dann verstehe ich diesen Sinn von diesem blöden Container nicht, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Was ist denn hier jetzt los? Nichts. So, die Kartoffeln
sind drin, nur wenn ich reinspringe, sind die Kartoffeln raus. Ich verstehe es nicht. Ist aber auch nirgendwo ein Trigger oder sowas, dass du die Scheiße abladen kannst. Nichts. Keine Chance, echt nicht. Das Ding ist so nützlich wie ein Kopf. Du hast keinen Zugang zu diesem Land. Okay. Er will sie nicht. Steuerung I. Du hast keinen Zugang zu diesem Land. Fahren wir wieder weiter zurück. Ich werde die Grütze da hinten drin nicht los. Keine Chance, ich weiß nicht wo. So. Der Landhandel. Gucken wir uns das da nochmal an. Der ist da hinten. Das ist beim Händler, glaube ich. Also ich weiß nicht, was ich mit solchen Containern soll, wenn ich den Mist da nicht wieder rauskriege. Ich werde das Ding gleich beim Händler auf den Hof fahren und wieder verkaufen. Meine Kartoffeln weg. Zwar Verlust gemacht, aber was soll's? Was soll ich mit dem Scheiß? Es geht eine Menge rein, ja, aber du diesen Rotz nicht wieder los wirst. Ich versuche gleich dann mal das Ganze in einen normalen Anhänger zu packen. Oh, jetzt liegt ja schon das Mistdrecksteil schon wieder auf der Seite. Okay, aber wir haben ja einen Trick. Wir laden ihn aus. Anstatt dass die helfen, ne, da wird gehupt. Also dann sind diese Container so nutzlos wie ein Kopf, so ganz ehrlich. Ich meine, universal für alles, ja, schön. Das Komische ist nur, dass die Trigger nicht mitbekommen, dass wir, dass wir hier Kartoffelgüsse drauf haben. Eine Waage.
werden wir sie aber auch nicht los. Und auch mit Steuerung. Nie, du hast keinen, genau, du hast keinen Zugang zu diesem Land. Jetzt kommen wir hier hin. Kartoffeln wird hier nicht angenommen. Keine Chance. Er erkennt, dass Kartoffeln drin sind. Ich werde den Müll aber nicht los. So. Hier haben wir keinen Trigger mehr. Hier vorne ist noch einer. Das ist auch nur eine Waage. Ja, 30.000 Liter Kartoffeln, dann weniger sind da weg. So, I. Steuerung I. R. Keine Chance. Okay, pass auf. Scheiß der Hund drauf. Verkaufen. Ja. Weg. Was soll ich damit? Genauso wie mit dem LKW, den können wir auch hier, pass auf, Escape zurück. Garage. Eigene Fahrzeuge. Kaufen, weg. Okay. Dann kann ich den Mod auch erstmal wieder rausnehmen, weil der bringt mir so in dieser Form gar nichts. Du kriegst den Müll ja nicht wieder raus. Muss doch noch einer sein, der da. Den brauchen wir auch nicht. Okay. So, jetzt dürfen wir zwar zu Fuß nach Hause und das ist immer noch nicht hell. Aber. Ich meine, mehr als überall probieren kann ich es nicht. Und jetzt machen wir nämlich Folgendes. Ich werde jetzt einen Anhänger aufladen mit Kartoffeln. Und den werde ich da hinkachen. Und dann gucken wir mal, ob wir die loswerden. Das ist auf jeden Fall fucking Bullshit, wie man so schön sagt. Ich habe nichts gesagt. So, pass mal Obacht hier. Hier stand doch irgendwo ein Schlepper rum. Wir nehmen den Anhänger. Dann nehmen wir den Anhänger hier. Ja, mit dem können wir auch abkippen. Genau, eh. Pass auf. Motor starten. Arbeitsbeleuchtung an. Interessiert keiner Sau. Und dann machen wir hier durch die Büsche. Vor allem, wir kriegen die Kartoffeln ja auch hier in der Silo nicht wieder rein. Dieser blöde Container funktioniert ja hinten und vorne nicht. So, Befüllung starten. Kartoffeln, mach voll. So, jetzt bin ich gespannt.
mir klar, dass du nicht. Na, was denn? Halt doch mal an, du Affe. Siehst doch, dass ich auf die Straße fahre, ohne zu gucken. Da muss man nochmal anhalten. So, ich habe schon gesagt, ich habe. Nee, habe ich schon nicht gesagt. Das habe ich bei Facebook gepostet. Genau, ich habe ein paar Lust, ein Roleplay. Zwar Multiplayer. Wer da Bock zu hat, mal melden. Dann werde ich mich mal mit dem Thema auseinandersetzen. Ich werde erstmal Apfelkuchen essen. Ja, lecker Apfelkuchen. So, pass auf. Wo müssen wir rein? Wir müssen hier rein, glaube ich. Ne? Kann das sein? Ja. Okay, wir vernehmen den gleichen Weg wie vorhin. Also hier vorne ist nichts. Warum habe ich eigentlich bei diesem komischen Ding immer die Allradlenkung an? Hier fahre ich jetzt mal geflissentlich rüber. Und ich fahre mal einfach hier auf diese Kiesgrube hier. Pass auf. So. I für Kartoffeln. Weg sind sie. Noch irgendwelche Fragen? Also ich verstehe, ehrlich gesagt, ich verstehe diesen Sinn der Abrollcontainer nicht. Das, was du da drin hast, das kriegst du nie wieder raus. Kann ich eigentlich da noch einen zweiten hinterhängen? Kommt überhaupt nirgendwo mehr durch, wa? Anhänger, was haben wir denn da? Akkuleiter. Welchen haben wir denn? Muss mal eben gucken, welchen wir haben, dass wir davon mal vielleicht mal einen zweiten holen. Das ist der Akkuleiter. TKD 302. TKD 302, toll, sind sie beide. HW 80, HW 80. Was bedeutet das da? Ach, ja, nee, ist klar. Ja, für Blinde steht es aber, die Achsen sind anders. So, jetzt probiere ich mal, ob man zwei hintereinander hängen kann. Aufpassen, dass wir nicht unseren eigenen Zaun kaputt fahren. Upsala. Alter Schwede, warte mal. Lenkmodus wechseln. Steuerung links und Z. Vorderradlenker. So. Gespannt, ob wir da zwei hintereinander kriegen. Das wäre natürlich geil. Dann würde ich jetzt mal anfangen, tatsächlich dieses blöde Silo leer zu machen. Weil da sind Sachen drin, die die Welt nicht braucht. So, pass auf. Wir fahren hier ran. Hier rum, hier rum, hier rum. Das. So. Hängt er jetzt an? Er hängt tatsächlich. Hängt
tatsächlich keine zwei hintereinander. Ach so. Jetzt kommt, wenn man die falsche Taste drückt. Vielleicht. Beifahrersitz benutzt. Ja, das ist übrigens ein neuer Mod, den ich hier drin habe, dass man den Beifahrersitz ändern kann. Aber er hängt keinen zweiten dran. Schade, schade, schade. Die Steuerung Q auch nicht, Alt und Q auch nicht. Schade, schade. Nee, das geht also nicht. Halten ja kein Deut an, ne? Okay, ne, dann werden wir, genau, ich werde jetzt noch einen Anhänger hier hinfahren, wenn das dann gleich hell wird, dann werde ich mal anfangen, Gewächshäuser zu bauen, was wir machen wollten. Wir könnten natürlich auch schon mal diese Wiese abwalzen, dass da kein Gras mehr wächst, das können wir auch machen. So, pass auf. So, wo ist denn unser Wälzlein? Irgendwo da drin. Alter, wir hängen irgendwie ein bisschen. Kann das sein? Was ist denn hier los? Da hinten steht sie. Den schönen John Deere kaputt machen. Also die Form von dem Ding gefällt mir überhaupt nicht. Ne? So kastig, so klotzig, so. So, mitkommen, Baby. Muss ich selber mal gucken. Irgendwo steht noch unsere Mähmaschine rum. Hier sind Sonnenblumen, die sind soweit fertig. Das ist das große, hier hatten wir Raps drauf, das ist auch in Ordnung. Auch nicht bis am Rand ausgefüllt, da müssten wir dann eventuell nochmal ran, dass wir hier nochmal wieder einen Grünstreifen oder sowas dran machen. Auch Raps. Wo ist denn dieses dumme, dusselige Feld? Hier quer durch.
unseres oder wem gehört das? Das gehört Ralf Herbst. Okay, Herz, Herr Herz. Immer diese blöden Zäune. Aber wir machen ja keinen Schaden, von daher. Ich frage mich nur gerade im Augenblick, wo unser Kartoffelacker hin ist. Da hatte ich ja die Kisten runtergeholt als letztes. Seitdem habe ich da ja noch nichts wieder gemacht. Ach, ich weiß, wo der ist. Wir hätten hier vorhin abbiegen müssen. Ja, alles klar. Lass mal ein bisschen schneller fahren. Essen zeitig. So, das war nämlich dieses Ding hier. Und hier würde ich zumindest zum Teil Gewächshäuser hinstellen. Und wir können ja dann hinterher wieder teilweise Feld machen. Komm her. Pass auf. Also. X für ausklappen. Q zum Abhängen. Einmal dran an das Ding. Da müssen wir vor allen Dingen auch mal gucken, wie groß diese Gewächshäuser überhaupt sind, ne? Das ist ja erstmal eine Grundsubstanz schaffen, weil der hier natürlich alles wieder wegbügelt. Ne? Ich will ja eigentlich nicht diese Büsche hier verschwinden. So, pass auf. Also wir können hier kreuz und quer fahren, das ist überhaupt kein Problem. Ich möchte trotzdem hier erstmal am Rand so einen breiteren Streifen haben. Hat er mir hier die Textur auch wie so ein Farbroller oder? Muss ich ein bisschen aufpassen, glaube ich. Diese Zufahrt soll ja erstmal so bleiben. Das machen wir anders. So, pass auf. Weil so groß ist dieses Feld nicht. Weil wir ja nicht walzen können, was uns nicht gehört. So. Meine Gewächshäuser, so mit Gürkchen und Tomätchen drin, das ist doch auch was. So, hier hatte ich doch irgendwo ein Stückchen ausgelassen. Ah, oh, nee, das war da hinten weiter. Na gut, machen wir das jetzt erstmal fertig hier. Mit diesem Walzen übrigens, das ist auch keine Arbeit, die du dem Helfer überlassen kannst.
einfach wenig schön. Es ist immer blöde, mit einem allein unterhält man sich so schwer. Deswegen wäre wirklich mal was so in Richtung Roleplay zu machen, mit verschiedenen Leuten zusammen. Mal da mal so eine Art Dorfgemeinschaft aufbaut. Ich sehe das bei anderen und finde das eigentlich ganz cool, ob das jetzt Nordrhein TV Play ist oder Freezy. Das ist schon nice, wobei Freezy ein bisschen durchgeknallt ist. Aber ist okay. So, der Punkt ist, wenn du das hier gewalzt hast, scheint da erstmal nichts mehr zu wachsen. Also nicht so ohne weiteres. Noch weg hier. Mal gucken, was hier mit dem Weg passiert. Oh, den lässt er so, das ist schön. Vielleicht können wir ja auch noch einen Stall mit drauf bauen für Schafe oder Schweine oder sowas. Müssen wir mal schauen. Aber doch mal ganz kurz was gucken. Mal eben aussteigen. So, hier sind Büsche. Und hier. Okay, hier ist kein Unkraut drin. Ja, wunderbar. Aber hier. Oh. Genau, mal einmal zum Hof. Da können wir nämlich einen Helfer drauf ansetzen. Das ist ein kleiner Traktor, den brauchen wir. Der hat allerdings die Giftspritze hinten dran. Die kannst du absetzen. Dann holen wir. Hoppala. Mal gucken, wo das Ding ist. Ist das der Striegel? Ja, ich glaube. Genau. Weil in der Zeit, wo wir uns nämlich um die Wiese kümmern, kann der hier nämlich hier das Unkraut rausstriegeln. Pass auf. X. Passt das hier gar nicht. Genau. Der hat die. Der hat das erfolgreich beendet, wie man sieht. Hallo? Der nimmt den Unkraut an der Seite. Ach so, das ist. Den nimmt er gar nicht.
Aber irgendwie spinne ich doch total. Der Striegel macht auch nichts mehr. Was ist das für ein Fuck? Dann anders. Also der ich hätte den erst hochziehen. Also der Striegel bewirkt hier irgendwie gar nichts mehr. Komischen Spritze eigentlich drin. Dünger oder was ist da drin? Pflanzenschutzmittel. Ja, dann. Wenn es mit dem Striegel nicht geht, dann auf die harte Tour. Nee. Das funktioniert, ja. Nehmen wir denn das Schild da auch mit, oder? Feldspritze einschalten. So, das müsste jetzt eigentlich klappen. Warte mal. Wird nicht gespritzt hier. Hallo? Wo leben wir denn? So, Helfer. Okay, machen. Tschüss. Können wir nämlich hier weiter walzen? Na, wenn es mit dem Striegel nicht geht, dann eben damit. So. Der kann auch schon wieder mähen hier. Als nächstes. So, jetzt mal abwalzen hier. Ja, das Schöne mit der Walze kann man kreuz und quer fahren. Dann stellen wir hier irgendwie noch eine Halle oder einen Unterstand oder sowas hin. Da wollen wir mal gucken. Das werden wir so ein bisschen umfunktionieren hier. Ich hoffe, diese Gewächshäuser machen dann nicht allzu viel Arbeit.
paar schöne Gewächshäuser mit Tomaten. Das hat doch auch was. Finde ich. Fertig, na gut, okay, mit der großen Spritze kann das schon sein. Ich kann dann natürlich mal gucken, wie das mit den anderen Feldern aussieht. Wir joggen da mal eben hin. Also dies hier ist klar, das wird Wiese. Hier ist auch jetzt nicht alles weg. Du hast deine Arbeit nicht beendet, meine liebe Sarah. Es ist schon traurig, dass man alles selber machen muss. Bist du mit dem Ding hier überhaupt durch die Bäume gekommen? So, erstmal wieder rüber. Hier das Feld nebenan können wir dann nämlich auch direkt machen. Jetzt finde ich meinen Träger nicht wieder. Oh Mann. Da vorne irgendwo. Alter Schwede. Hier ist gar nichts beendet, liebe Leute. Alles muss man selber machen. Was packen wir überhaupt drauf? Ist das Glyphosat oder was ist das? Glyphosat ist doch ein Pflanzenschutzmittel, oder? Ich habe das jetzt gerade nicht auf dem Schirm. So, jetzt ist die Arbeit beendet. Und jetzt können wir auf den Nachbarsacker, wenn wir ihn denn finden. Das ist auch schon wieder eine Wiese, die wir machen können. Klappen das mal eben zusammen. Hier hinten Feld 11 ist das, glaube ich. Oh, 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 stopp, 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 stopp. Klapp auseinander. Wenn dann alles. So. Ordentlich Unkrautvernichtungsmittel drauf hier.
bisschen schwer zu handeln, das ganze Ding. Weil du so schlecht abschätzen kannst, wie weit er eigentlich rausgeht. Bäume hier weg. Gut, okay, pass auf, den haben wir. Fahren wir jetzt zu Feld 11. Das müsste besser funktionieren. Da kriegen wir natürlich wieder ordentlich viel Stroh und solche Geschichten rein. Ne? So, jetzt müsste das funktionieren. Ja, alles gut. Also bei dem Feld habe ich eigentlich gute Hoffnung, dass das klappt. Gedüngt, im Wachstum 100%. Ja, eigentlich alles gut, ne? Jetzt machen wir hier den Rest weg. Muss gepflügt werden, benötigt Kalk, ja. Wir walzen das jetzt und bauen da Gewächshäuser drauf. Ich habe auch welche. Sonst muss ich mir da noch einen Mod für besorgen. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Sendung, das wird wahrscheinlich heute etwas später erscheinen, dieses Video. Und das hängt einfach damit zusammen, ich habe es verschwitzt. Das ist immer eine langwierige Arbeit. Vor allem, wenn man hieraus später wieder ein Feld machen möchte. Du kannst, genau wie hier beim Walzen, keinen Helfer einsetzen. Keine Chance. Hier aus kriege ich nicht gepackt. Ein bisschen weiter rum.
Arbeit für Blöde, ne? Also eigentlich genau das Richtige für mich dann. Aber es ist ein Ende zu sehen. Dann will ich mal gucken, ob ich tatsächlich Gewächshäuser im Petto habe. Wird man hier vielleicht auch einen Brunnen hinsetzen können, aus dem man dann Wasser zieht. Das werde ich mir dann anschauen. Eventuell wird auch ein Teil wieder als Feld zurückgebaut. Man muss mal gucken. Ich setze vorne noch ein paar Ferienhäuser hin, das ist dann ja auch schön. Und dann werde ich im Off mal das Silo leeren, dass da diese ganzen Geschichten rauskommen, die wir da drin haben. Kartoffeln und so weiter. Alles mal verkaufen. Oder man schafft sich ein paar Schweine an und füttert die damit. Sagen, hier war doch ein Stückchen, was ich ausgelassen habe. So. Geht ja gar nicht. So, und ich würde fast sagen, letzte Bahn, aber ja, da komme ich noch nicht so ganz rum. Also einmal werden wir noch zurück müssen. So, gewalzt haben wir alles. Zusammenstecken, bevor das hier noch ein Unglück gibt. So. Und jetzt wollen wir mal gucken. Genau, da wollen wir nicht hin, wir wollen hier hin. Hier haben wir jetzt eine wunderschöne Grünfläche. Und jetzt müssen wir mal sehen. Gebäude, Tierhaltung, diverses. Was haben wir denn hier? Alles klar, also wir haben diese Gewächshäuser. Das sind Tomaten. Das wird wahrscheinlich Salat oder sowas sein, oder? Wie darf ich das verstehen?
Sarah ist schon, obwohl ja, klar, kann sein. Machen das mal so. Hier einen hin. Hier einen hin. Hier bauen wir noch eins hin, da drehen wir die ganze Chose um. Die stehen ein bisschen schief, wa? So, 6 Stück für Salat, da kommen wir super durch. Und jetzt nehmen wir noch welche für Tomaten. Und die stellen wir 1, 2, 3 und einmal um 180 Grad gedreht. Wie viel Platz haben wir denn noch genau? Eins, zwei, drei. So. Was hatten wir noch? Diverses Farmhaus, Halle. Diese dumme Feuerwehrstation. Vielleicht diese Scheune, dass wir da so ein bisschen die Kisten vielleicht drin abstellen können. Das müssen wir mal schauen, ob das klappt. Und einen Brunnen wollte ich hier aber noch hinhaben. Wo war der denn? Dekoration. Das hätte man auch machen können. Aber okay, alles gut. Weihnachtsbaum, ganz wichtig. Ja, ein Wassertank. Ich weiß nicht, ob man ihn brauchen wird, aber so, pass auf, das haben wir. Und dann machen wir die Landschaftsgestaltung, Landschaftsbau starten. Wir nehmen natürlich hier die Texturen, weil was anderes brauchen wir im Moment nicht. X. Da könnten wir eigentlich. Was, ich besitze dieses Land nicht. Bin kein Stuss. Da gab es doch dieses Wasserding mit den Pfützen. Das finde ich eigentlich ganz nice hier. Textur war denn das Himmel, die Berge? Ach, wir nehmen jetzt erstmal einfach die. So, hier einmal. Durch, würde ich mal sagen.
bis an die Straße ran. Tatsache. Das ist ja cool. Aber das ist nicht die Textur, die ich haben wollte. Naja, gut, aber die passt besser zum Rest. Alles gut. So, perfekt. Hier können wir noch ein bisschen Sand hinmachen. Da kann man dann vielleicht mal was abstellen. Müssen ja auch in die Gewächshäuser reinkommen. Das sehe ich gerade. Von daher passt das schon, was wir hier machen. So. Sehr schön. Ja, cool. Dann stecken wir jetzt also hier in unseren Gewächshäusern. Genau. Die Frage ist jetzt natürlich, was können wir hier tun? Erstmal kriege ich die Tür nicht auf. Ich bin also eingesperrt. Alter, gibt es denn nur noch Drecksmods oder was ist das? Mal sehen, dass ich aus diesem blöden Gewächshaus wieder rauskomme. Okay. So, hier sind unsere Gewächshäuser. Soweit, so gut. Ah, okay. Füllstand Wasser, Füllstand Mist. Gut, man braucht also Wasser und man braucht Mist. Das heißt, wir brauchen hier auch nochmal ein entsprechendes Wasserfass, würde ich fast sagen. Anhänger. Und mehr Kühe. Aber den entsprechenden Anhänger drunter. Meine Fresse. Puh. Was können denn unsere Anhänger transportieren? Wir haben den hier.
Der kann auch Mist transportieren. Ja, perfekt, dann brauchen wir das ja gar nicht. Dann kann man das ja überladen. Okay, was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist ein zweites Wasserfass. Dass wir das Ganze hier versorgen können. Wasserfass. Was ist das alles für Gülle? Ist auch ausschließlich Gülle, ne? Oder soll das da Wasser darstellen? Alter Schwede. Güllezubringer, Güllecontainer. Nicht verkehrt. So, wo sind denn aber Wasserfässer? Diverses. Gucken wir da doch mal. Escape. Dollys, Radlader, Tiertransport, Frontlader, Tierhaltung, Wälder, Güllefässer, Miststreuer. Da was? Ja, da sind noch welche dabei. Pass auf. Jetzt haben wir natürlich. Ich mag diese Dinger hier nicht. Pass auf. So, kaufen. Ja. Okay. Escape. Zack. LKW. Jetzt hätte ich den natürlich eben gar nicht verkaufen brauchen. Auch den lassen wir so. Kaufen, ja, okay. So, Escape. Den holen wir jetzt mal ab. 168 für Fahrzeuge. Und ich würde sagen, wir brauchen noch Kühe. Das mache ich aber dann zwischen den Folgen. Wenn das jetzt auch eben mit Wasser befüllen. Alle diese hässlichen Tannen hier. Uah. Hui. Hui, Alter, bin ich sportlich. Hui. Das hätte ich gerne in der Third Person gesehen. Wahrscheinlich nicht so drüber, wa? Hui! Hui, doch! Ich sitze jetzt oben auf dem Zaun irgendwie. Schade, da komme ich nicht rüber. Der ist zu hoch! Glatt außen rumlaufen. So, genau, jetzt habe ich gerade noch einen Moment lang überlegt, wo ich das Wasser her hatte. Aber ist schon klar. Ich weiß, wo es ist. Hört sich an, als wenn er Open Pipes hat. Auspuff kaputt oder so. Neuer LKW schon Auspuff kaputt. Jetzt überlege ich gerade. Doch, am besten hier durch.
So. Befüllung starten. Da geht jetzt ordentlich Wasser rein und das bringen wir zu den Dingen. Vielleicht kann ich auch da mal irgendwie eine Wasserstelle machen. Obwohl, am Brunnen können wir ja auch abzapfen normalerweise. Aber wir holen es erstmal hier weg. Schön. Alter, da geht aber mächtig was rein, du. So, und dann gleich die Überlegung, wie kommen wir am besten und am schnellsten jetzt auf das Feld. Ich glaube, ich habe eine Idee. Junge, das dauert ja ewig und 3 Tage hier. Zeit. Genau. Kühe. So. Da müssen wir auch bei Wasser haben sie noch, Strom muss rein und so weiter, aber wir müssen noch ein paar kaufen. Das machen wir glatt über die Map, wa? Viehhändler besuchen. So, wo ist denn der Tierträger? Hier ist der Viehhändler. Levenet. Den wollen wir besuchen. So. Genau, wo ist der Tierträger? Menü öffnen. Ja. Kuhweide. Start. So viel haben wir schon auf dem Hof. Okay. Start. Muss ich jetzt jede einzeln kaufen oder was? Viele Kühe. Okay. Ja, also irgendwas scheint er ja gemacht zu haben, wa? Mal gucken. Ich weiß, es werden sowieso nur eine bestimmte Anzahl dann auch angezeigt. Sauber machen. Das wird Zeit. Du bist voll, sehr schön. Klappt das? Theoretisch ja. Das sieht ja wohl ein bisschen anders aus, wa? Hängt er ja da schon fest. Ja, super. Ich bin noch im Gang.
geiler LKW-Fahrer hier. Ja, da steht die Walze. Hier sind unsere... Na, sehr schön. Füllstand Wasser. Warte mal. Ja. Kriege ich denn das Wasser da raus? Kriege ich denn jetzt diese Plörre da raus, Mann? Ey, also es ist aber auch heute wieder, ne? Nichts funktioniert. Das ist unglaublich. Das ist normalerweise er. Jetzt abkoppeln, ja, aber da habe ich nichts von. Ist doch alles komisch. Helper Admin, ja, das haben wir, da haben wir ja nichts davon. Solche einsteigen. Das heißt, hier sind wir immer noch im Dunstkreis des LKWs, wa? Ja. Normalerweise
scheint auch unten aber auch dieser Trigger, wenn ich ausladen kann. Von daher verstehe ich das nicht so ganz. Was war da? Da war doch jetzt irgendwas. Ah! So, okay, das heißt, mit dem Ding da hinten dran. Okay. Hier müsste dann dasselbe funktionieren. Theoretisch. Es sei denn, diese ganzen Trigger kommen sich jetzt hier irgendwo in die Quere. Wir müssen irgendwo Mist kaufen, habe ich das Gefühl. Wir werden jetzt aber erstmal gucken, ob wir hier am Brunnen das Ding wieder voll machen können. Ja, tatsächlich. Schön. Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass wir so einen großen Tankwagen gekauft haben. Der ist ja gut leer. So, mal ganz kurz AFK gewesen, der ist immer noch nicht voll. Okay, aber wir müssen Mist kaufen. Das ist jetzt noch so ein Ding, wo wir das machen. Weil selbst haben wir nicht genug. Gülle-Trigger haben wir, wo wir kaufen können. Mist-Trigger nicht. Aber den würden wir auch tatsächlich eher hier in dieser Ecke brauchen. Können
einfach mal eben beim Händler gucken. Diverses. So, Wassertank. Das sind diese Dinge, Apfelgarten, bla bla bla. Greenhouse, die haben wir jetzt. Das ist ein Gülle-Silo, ein Misthändler. Alter, ist der groß. Bisschen zu groß, wa? Gar kein Platz hier bei uns. Das ist unsers, mal im Ernst? Aber wenn wir den dahin bauen, kommen wir doch gar nicht dran, oder doch? Ja, das muss da ja auch nicht unbedingt stehen. Okay, jetzt haben wir also auch Mist, den wir kaufen können. Das heißt, wir holen dann noch den Anhänger rüber. Da war was. So. Ich glaube, wir werden ganz schön viel Wasser brauchen. Leitung gelegen, ey. Jo, und schon wieder brauchen wir neues Wasser. Mensch, 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 Mensch. Alter. So, und was wir jetzt machen, ist, dass ich den zweiten Anhänger vom Händler hole. Dass wir die
Walz hier erstmal abladen. So. Mal die Walze abladen. Mann. Den zweiten Anhänger. Und dann gucken wir mal, ob wir Mist kaufen können, und hier um die Gewächshäuser mit Mist zu versorgen. Und selbst müssen wir uns noch mehr um unsere Kühe kümmern. Ja, ich denke mal, jetzt haben wir es ganz ausgewogen an Feldern und haben auch mit den Gewächshäusern genug zu tun. So, wo hatte ich das Ding denn hingebaut? Irgendwo da hinten. Der Busch muss noch weg, siehst du? Auch wieder so eine Sache, die nicht funktioniert. Ja, achso, ja, Befüllungsstand, doch, Deckel ab. Klar, Mist. So, was kriege ich denn da noch? Start. So, was macht der Wasserwagen? Der ist voll, okay. So, Wasser 100%, die sind voll, das ist alles gut. Der denn jetzt fest? Und warum?
Alter, das ist aber auch eng hier überall, ne? Ich auch noch einen Trigger. Der ist voll. Da kriegen wir keinen im Moment. Offensichtlich voll. So, wie ist es hier? Der ist voll. Der ist auch voll. Der ist auch voll. Wir hängen ihn mal eben ab. Der hat noch kein Wasser, das ist der. Schade, dass man nicht zwei gleichzeitig befüllen kann. So. Ausreichen, um den zu füllen, wa? Nee. Okay, lassen wir ihn wieder volllaufen, dann können wir in der Zwischenzeit Mist befüllen. So, wo ist denn unser Träger? Da hinten muss er irgendwo stehen. Okay, so. Trigger. Ja, da so war es nicht geplant. Scheiße. So. Okay, ja, in diesem Sinne, ich werde das hier noch weiter fortführen. Bedanke mich bei euch erstmal fürs Zuschauen, freue mich natürlich über den üblichen Daumen nach oben und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spielchen. Und
freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und in diesem Sinne sage ich dann natürlich erstmal, ja, ciao, ciao. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, wa? Bis dahin. Tschüssi.